Yo Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zugleich auch zum letzten Video über die Reise. Heute gibt es ein Fazit über die komplette Reise, über das komplette halbe Jahr, 7 Monate im Ausland. Einfach über alles. Okay, eigentlich nicht über alles, denn das wäre einfach viel zu viel, um das in ein Video zu packen. Deswegen habe ich mir einfach ein paar Punkte rausgesucht, über die ich euch jetzt ein bisschen was erzählen werde. Und damit fangen wir jetzt auch direkt an. So, den ersten Punkt, den ich dann nennen muss, ist auch sogleich die Euphorie. Klar packt einen die Euphorie, wenn man ins Ausland will, sich da bewirbt und dann Zusage kriegt, ist erstmal geil. Ich gehe ins Ausland. Wahnsinn. Dann kommen auch noch die ganzen Vorbereitungen und bei mir war es relativ sehr kurzfristig. Ich musste noch ein paar Impfungen hinter mich bringen, irgendwelche Formulare beschaffen, dies, das machen, Flüge buchen und. Also gab noch einiges zu tun und naja, es hat natürlich alles geklappt. Und als ich dann im Oman ankam, war ich sofort, ich weiß gar nicht, wie ich sagen sollte, geflasht vielleicht. Also ich war voller Euphorie. Ich glaube, ich habe das Grinsen die ganze Zeit nicht aus dem Gesicht bekommen. Ich war einfach voller Erwartungen und super gespannt, wie es ist, wie es wird, was ich erleben werde und. Jetzt könnte man natürlich das Ganze auch so sehen und sagen, ja, das ist ja schon so ein Sturz ins Unbekannte, einfach mal in irgendwas reingeschmissen werden und versuchen klarzukommen. Manche werden davor vielleicht ein bisschen Angst haben oder zumindest ein paar Sorgen, aber das war bei mir irgendwie gar nicht so. Also die Euphorie hat, wie gerade schon gesagt, absolut überwogen, die war gigantisch. Und das hat, denke ich, auch ganz gut geholfen. Also was Wohlfühlen angeht, war es auf jeden Fall top. Und Angst hatte ich überhaupt gar keine. Angekommen in der Villa habe ich dann erstmal geschlafen, denn ich bin über die Nacht geflogen und habe natürlich kein Auge zugekriegt. Und naja, der erste Arbeitstag, den durfte ich dann noch in der Villa verbringen. Und naja, da habe ich erstmal ein bisschen geschlafen. Nachdem dann der Arbeitstag vorbei war, kamen dann auch die 3 anderen Interns, die schon da waren. Und dann hat man sich begrüßt. Einen habe ich auch schon gekannt, mit dem habe ich zusammen studiert. Und ja, damit war ich der 4. von ganz grob 40 Interns, die ja nach und nach alle in die Villa eingezogen sind. Und ich muss sagen, das war... Ich würde es als Vorteil sehen, so früh da gewesen zu sein. Erstens mal kriegt man natürlich alles mit, was von Anfang an passiert. Zweitens, ich nenne es mal, müssen sich die anderen bei dir vorstellen. Also es kam dann natürlich, wie eben gesagt, Stück für Stück immer mehr Interns, immer mehr Leute und man hat sie einfach alle kennengelernt. Von Anfang an hat man ja miterlebt, wie die drauf sind, was die machen, was die sagen, was die denken und so weiter. Und das hat natürlich schon ein bisschen geholfen, die Leute so einzuschätzen. Das mache ich immer ganz gerne. Um dann halt eben auch zu sehen, jo, mit wem kommst du klar, mit wem willst du und so weiter. Und es ging ja dann auch darum, in welches Auto geht man, mit wem geht man auf Touren, mit wem, keine Ahnung, unterhält man sich in der Mittagspause, geht man essen und so weiter. Von daher war es natürlich ein Vorteil, von Anfang an dabei zu sein und nicht einfach in eine Gruppe von 40 Leuten reingeschmissen zu werden und dann, ja, erstmal klar zu kommen. Aber selbst die Tatsache, dass ich als viertes da war, hat nicht ganz dabei geholfen, denn 40 Personen sind einfach eine ganze Menge und die kamen halt alle oder fast alle in einem Zeitraum von 3 oder 4 Wochen höchstens. Von daher gab es dann natürlich irgendwann einen Zeitpunkt, an dem man nicht mal alles so mitgekriegt hat und noch nicht mal so den Überblick hatte über die ganzen Leute. Und so haben sich dann auch ein paar Krüppchen gebildet. Ich muss im Endeffekt sagen, ich habe es in die richtige Gruppe geschafft. Ich habe so meine Spezies gefunden, die Leute, mit denen ich gut klarkam, die Leute, die, ich sag mal, zu mir gepasst haben. Von daher war das ebenfalls super und ich kann mich einfach nicht beschweren. Als dann der Großteil da war, haben sich natürlich auch schon ein paar Gruppen gebildet. Also besonders was die Wochenendeaktivitäten anging, hatten wir so, ich sag mal, 2 Lager ungefähr. Also 2 größere Gruppen. Die einen sind halt eben dorthin gefahren, die anderen dorthin. Das kam aber auch daher, dass halt eben ja nicht alle gleichzeitig kamen und die von Anfang an da waren, waren dann schon an einem Ort, an dem die später kamen, erst später hingefahren sind. Und naja, so hat sich das eben zwangsläufig so ein bisschen verlaufen. Aber wenn man in der Villa war, hat man eigentlich immer mit jedem was zu tun gehabt. Auch in der Uni waren natürlich immer alle da. Und ja, die abendlichen Wochenaktivitäten, die fanden größtenteils oben auf dem Dach, auf der Dachterrasse statt. Und da waren natürlich dann alle dabei. Wo ich gerade schon vom Wochenende gesprochen habe, das habt ihr natürlich auch in den ganzen Videos gesehen. Wir waren wirklich immer unterwegs. Es gab, glaube ich, in diesen 5,5 Monaten, in denen ich in Oman war, 2, maximal 3 Wochenende, an denen ich wirklich so quasi nichts gemacht habe, also nichts Größeres gemacht habe, an denen ich einfach mal ausgeruht wurde. Ansonsten waren wir nur unterwegs, haben lauter Eindrücke gesammelt, waren ja auch ziemlich weit weg teilweise. Und da hat man natürlich viel erlebt und das gehört auf jeden Fall zu einem Auslandsaufenthalt. Also
wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt da hingefahren wäre und irgendwie nur in einem 50 Kilometer Radius oder nur innerhalb von der Hauptstadt von Maskat etwas getan hätte. Ich glaube, dass, also erstens mal hätte ich auf jeden Fall viel verpasst und zweitens wäre es vielleicht dann ein bisschen langweilig geworden. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der in meinen Augen ziemlich wichtig ist und auch ja ein Hauptbestandteil der Dinge war, die mich angetrieben haben, ins Ausland zu gehen, oder einer der Hauptgründe. Und zwar ist das einfach Neues kennenzulernen. Ich habe eben schon mal erwähnt, so einfach jetzt Unbekannte reingeworfen werden und man kennt sich nicht aus, kennt nichts und so weiter. Ich mache das immer sehr gerne und gerade was diesen Auslandsaufenthalt angeht, muss ich sagen, ich habe meinen Horizont schon ziemlich erweitert und genau das war auch das Ziel. Man hat viel über die Religion gelernt, man hat viel über die Menschen gelernt, über die Kultur, über die Mentalität und so weiter. Das hat schon, also nicht nur von den Omanis, auch ja, hatten ja Pakistaner, Inder und einfach ganz schön viel und auch durch die ganzen Reisen hat man immer wieder was Neues kennengelernt und wie gesagt, der Horizont erweitert sich, man blickt mal über den Tellerrand hinaus und das ja, bietet einem dann einfach andere Sichtweisen auf Dinge. Das habe ich jetzt, besonders als ich jetzt nach Deutschland zurückkam, habe ich das festgestellt, da kamen wieder diese alten Themen, sage ich mal, auf, grob die alten Themen und da habe ich dann gemerkt, mittlerweile denkst du anders darüber und meistens waren es Gründe, die ich mir so während des Auslandsaufenthalts angeeignet habe. Ich kann heute nicht reden, sorry. Wie gesagt, das war auf jeden Fall einer der Hauptgründe, weshalb ich diesen Auslandsaufenthalt sehr genossen habe und überhaupt angegangen bin und unter dem Aspekt muss ich sagen, hat es sich absolut gelohnt. Das war natürlich auch ein Grund, weshalb ich dann noch 5 Wochen drangehangen habe in Nepal, Indien und Sri Lanka. Da ging es natürlich grob um das Gleiche, wobei da noch ein bisschen mehr der Urlaubsaspekt dahinter stand. Ich meine, im Oman habe ich ja gearbeitet und ja, danach gab es dann noch ein bisschen Urlaub vom Urlaub, könnte man eigentlich sagen. Dann war es natürlich ein Riesenunterschied von dieser 40-Personen-Villa, auf der wir relativ eng aufeinander saßen. Also wir hatten ja, oder ich zum Beispiel, hatte jetzt kein Zimmer alleine. Die ersten 2 Wochen ja, aber dann kamen halt eben nach und nach diese Leute und dann hatte ich auch meinen Zimmernachbarn, den guten Max. Mit dem kam ich allerdings sehr gut klar. Aber was ich damit sagen will, ist, wir waren halt schon relativ eng aufeinander. Und wenn man dann aus so einer 5,5-monatigen Situation rauskommt, in eine 5 Wochen Alleine-Tour oder ja quasi Alleine-Tour, das ist natürlich ein großer Unterschied, aber mir hat es relativ wenig ausgemacht. Ich hatte Glück, kann man sagen, mit den Leuten, denen ich so begegnet bin, denn die waren alle sehr freundlich, sehr offen und haben erzählt, was sie schon so erlebt haben, was sie jetzt machen und so weiter. Kann natürlich sein, dass das generell so bei den Auslandsreisenden ist, aber das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen und dementsprechend hat es mir auch gar nichts ausgemacht, dass ich da ja, im Prinzip alleine war. Hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile. Ein Riesenvorteil, den man meiner Meinung nach hat, wenn man alleine ist, ist die Freiheit. Und da lege ich sehr viel Wert drauf, das habe ich auch wieder jetzt in den 5 Wochen oder eigentlich generell schon länger gemerkt. Freiheit ist mir extrem wichtig. Freiheit bedeutet unter diesem Aspekt für mich, ich kann machen, was ich will, wann ich will, solange ich will, mit wem ich will, wie ich will und so weiter. Da gibt es einfach niemanden, nach dem ich mich richten muss, was jetzt natürlich nichts Schlechtes ist, aber das vergrößert einfach nochmal die Freiheit und das habe ich sehr genossen in der Zeit, in der ich rumgereist bin und das wird auch sicherlich in der Zukunft nochmal eine große Rolle spielen. Ja, nach diesen ganzen Eindrücken über die 7 Monate, die wirklich reichlich und sehr unterschiedlich waren, kam ich dann wieder zurück nach Deutschland und ich muss sagen, also erstens mal habe ich mich natürlich gefreut auf die Rückkehr, die Heimat, die ganzen Leute wiederzusehen, die man jetzt 7 Monate nicht gesehen hat. Aber es ist mir, also ich habe mir vorher keine Gedanken darüber gemacht, aber es ist mir auf einmal relativ schwer gefallen, mich wieder einzugewöhnen. Also es war jetzt nicht super negativ, ich hatte keine Nachteile dadurch, aber es ist mir einfach aufgefallen, dass ich zum Beispiel, wenn ich über die Straße, oder das erste Mal, als ich dann in München über die Straße ging, habe ich als erstes Mal nach rechts geguckt, weil ich in den letzten 4 Ländern, in denen ich war, alle Autos links gefahren sind. Ja, solche Sachen eben, die bleiben einem dann, die fallen einfach auf. Und auch selbst jetzt, ich bin mittlerweile fast 8 Wochen wieder in Deutschland und es ist immer noch so, dass wenn ich mir so ein paar Worte zurechtlege, bevor ich telefoniere oder bevor ich irgendjemand Fremden etwas frage, dann denke ich immer noch auf Englisch. Das ist immer noch drin. Wie gesagt, das ist nichts Schlechtes, natürlich kein Nachteil, aber es fällt einfach auf. Also ich bin noch nicht wieder komplett zurück in Deutschland. So, dann ja, war es das auch für dieses Video. Wie gesagt, es war das letzte Zureise.
Es geht natürlich weiter auf diesem Kanal. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich versuche so ein bisschen in Richtung Comedy zu gehen. Ja, mal sehen, ob es mir gelingt. Ihr könnt es entscheiden. Und was ich noch sagen will, ist, falls ihr Fragen habt über irgendwas mit dem Ausland, über den Oman, über irgendwelche Ansichten oder was auch immer, egal was das angeht, wenn ihr Fragen habt, die ihr mir stellen wollt, dann tut das gerne. Ich beantworte sie gerne, ich helfe euch gerne. Also nur raus damit, kommt zu mir und ja, ich bin froh, wenn ich euch helfen kann. Also Leute, das war's dann für dieses Video. Ich kann meine Zunge jetzt mal wieder entknoten. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr weiterhin dabei bleibt, meine Videos schaut und Feedback gebt. Und ansonsten bleibt mir nichts mehr zu sagen. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen, für die ganzen, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Videos waren es? 50? Keine Ahnung, 60? Es waren auf jeden Fall einige. Also vielen Dank fürs Zusehen und für eure Unterstützung. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!